Ja, guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Es gibt, glaube ich, für die Linke heute in Thüringen einen wirklichen Grund zum Jubeln, dass wir das schon hervorragende Ergebnis von 2009 nochmal toppen konnten, ist ein hervorragendes Ergebnis für die Linke. Herzliche Gratulation an die Genossinnen und Genossen in Thüringen. Wir können sagen, wir sind dort die eigentlichen Herausforderer der CDU und wir gehen dort Richtung 30%. Ich glaube, Bodo Ramelow und seine Kolleginnen und Kollegen haben dort einen tollen Job gemacht. Ob wir die Chance haben, heute noch die Regierungsfrage zu stellen und die CDU rechnerisch abzulösen, werden wir im Laufe des Abends erfahren. Ich hoffe es. Im Kern ist die CDU eigentlich abgewählt worden. Man kann nicht sagen, dass ihre Regierungsfähigkeit gestärkt wurde in diesem Wahlkampf. Wir können sagen, die Thüringer haben eine andere Regierung verdient. Sie haben den sozialen Wandel verdient. Und ich hoffe, dass er zustande kommt und wir tatsächlich die Option haben, in Thüringen erstmals einen linken Ministerpräsidenten zu stellen. Wir werden aber sehen, wie das Ergebnis im Laufe des Abends sich entwickelt. In Brandenburg haben wir leider einen Dämpfer bekommen, konnten aus der Regierungstätigkeit nicht unser Wahlergebnis von 2009 bestätigen. Man muss aber auch sagen, das war zeitgleich mit der Bundestagswahl, war ein sehr gutes Ergebnis 2009 und es war sicher ganz schwierig, das zu wiederholen. Trotzdem reicht es zur Fortsetzung der rot-roten Regierung. Wir werden sehen, ob die Erfolge, die durchaus die Linke in Brandenburg erreicht hat, bessere Kindertagesstätten, mehr Lehrer, ein sozialeres Brandenburg, ob diese Politik fortgesetzt werden kann oder nicht. Sicher müssen wir aus dem Ergebnis Schlussfolgerungen ziehen. Das wird morgen der Fall sein beim Parteivorstand. Die Brandenburger Linke hat nicht verdient, so viel Minus zu machen. Und in der Tat zeigt sich eben, dass Regierungstätigkeit ein schwieriges Feld ist und nicht überall Jubel auslöst. Trotzdem können sich die Ergebnisse dort sehen lassen. Wir hoffen, dass es zu einer Fortsetzung der rot-roten Regierung dort kommt. Insgesamt ist für die Linke heute ein guter Abend. Eine Partei, die fast 28% erreicht, in Thüringen die Chance hat, den Ministerpräsidenten zu stellen, ist eine feste Größe in diesem Land. Ich glaube, wir können den Genossinnen und Genossen dort gratulieren. Insgesamt müssen die Schlussfolgerungen aus Brandenburg gezogen werden. Aber es gibt allen Grund, heute über das Thüringer Ergebnis zu feiern und das werden wir auch tun. Dankeschön.